Hallo meine lieben Malfreunde, ich bin's wieder, eure Efi und ich freue mich ganz riesig, weil ich heute mit einem neuen How-to-Color-Tutorial quasi wieder bei euch bin und es geht um dieses Bild, an dem ich gerade arbeite, auch aktiv. Und dieses Motiv stammt aus dem digitalen Malbuch von Amber Broke. Das ist gerade jüngst rausgekommen. Auf Instagram ist Amber zu finden unter Amber Love Coloring. Den Link zu diesem digitalen Malbuch, das, wie ich finde, super schön ist, also wenn man vor allen Dingen, wenn man so auf große Blumen steht, den packe ich euch natürlich in die Beschreibung. Und wie ihr seht, ist es auch tatsächlich eines der wenigen Bilder, die ich mir auch mal ausgedruckt habe, weil normalerweise bin ich ein Verfechter von Malen in Malbüchern. Das gefällt mir normalerweise besser. Aber tatsächlich fand ich dieses Motiv so schön und weil die liebe Amber mich auch gefragt hat, ob ich Lust hätte darauf, das Bild zu kolorieren, habe ich mir das ausgedruckt und ich habe wahnsinnig viel Freude dran. Okay, aber was möchte ich euch in diesem Video zeigen? Ich möchte euch anhand dieser lila Blumen hier zeigen, wie ich diese Blütenblätter koloriert habe. Ich meine, 4 Stück habe ich als Beispiel mal davon koloriert. Dann im nächsten Teil werdet ihr sehen, wie ich diesen Stempel koloriere, also das Innenleben der Blume. Und im dritten Teil seht ihr, wie ich dieses Blatt hier koloriere. So, und was ich an Material verwendet habe, das seht ihr hier. Ich lege das Bild mal kurz beiseite. Ich habe das Bild ausgedruckt auf diesem Künstlerpapier von Claire Fontaine, Crayon, 120 Gramm. Ich habe auch noch ein ähnliches Papier von Claire Fontaine mit 160 Gramm, aber tatsächlich streikt dann mein Drucker, wenn das ist dann zu dick für den Drucker. Aber das macht gar nichts, weil dieses Papier ist tatsächlich richtig klasse, wie ich finde. Alleine aufgrund dessen, dass das Papier, so wie es hier auch steht, eigentlich ist es mehr so Zeichenpapier. Man kann es aber auch für Aquarelle und andere Medien verwenden. Und das Papier hat auf der einen Seite eine leichte Körnung. Ich hoffe, man kann es hier irgendwie so ein bisschen erkennen. Und das hilft dabei, dass der Stift, den man verwendet, egal ob Aquarellstift oder Buntstift, einen richtig tollen Abrieb hat an Farbe. Und dass das Papier richtig klasse ist, kann ich euch zum Beispiel auch daran zeigen. Ich nutze dieses Papier ebenfalls, um meine ganzen Stifte zu swatchen, also um mir so Farbtabellen zu machen. Und ich habe hier gerade noch eine Farbtabelle angefangen. Und zwar nutze ich da die, habe ich da jetzt gerade die Coriola Colored Pencil. Und man sieht auch, das sind ja sehr günstige Buntstifte, dass auf diesem Papier sogar diese Stifte richtig einen satten Farbabrieb haben. Und deswegen, ich finde das Papier toll. Nicht zuletzt auch, weil es eben, wie gesagt, eine Seite diese feine Körnung hat, aber auf der anderen Seite eben auch eine glatte Seite hat. Und man kann beide Seiten wunderbar benutzen und verwenden. Ganz nach Vorliebe und Medium. Okay, so viel zum Papier. Und womit habe ich jetzt eigentlich koloriert? Mit welchen Stiften? Und zwar mit dem Karen Diage 76 Museum Aquarell. Und diese Stifte haben starkes Potenzial, tatsächlich meine liebsten Aquarellstifte zu werden. Einfach, weil die Pigmentierung von diesen Stiften wahnsinnig, wahnsinnig intensiv ist. Und man teilweise schon das Gefühl hat, man davon abgesehen, dass man sie halt wieder lösen kann vom Papier, wenn sie einmal getrocknet sind, ist, man hat so ein bisschen so ein Inktens-Malgefühl. So, bei mir stellt sich das zumindest an. Also ich habe super viel Spaß mit diesen Stiften. Genau, verwendet habe ich die folgenden Farben.
So, hier habe ich nochmal alles für euch aufgeschrieben. Auch das werdet ihr natürlich in der Beschreibung von mir nochmal als Info mitbekommen. Genau, Clairefontaine Grey On, 120 Gramm Papier, Pencil Carandiage Museums Aquarell, genau, für die Petals, also für die Blütenblätter habe ich verwendet nur 009 Black, dann 120 Violet, 112 Magnesia Violet und 001 White. Genau, das ist so der, das sind die Blütenblätter und für die, das, den Mittelteil der Blumen habe ich verwendet 496 Ivory Black, 049 Roe Amber, 245 Light Olive, 30%, 821 Naples Ochre und für die Blätter habe ich tatsächlich die identischen Farben verwendet, wie auch für die Mittelseite. Abgesehen vom Schwarz, doch ganz minimal Schwarz, Black habe ich auch reingenommen, Ivory Black und zusätzlich noch 719. Ja, diese Farbe ist tatsächlich etwas schwierig für mich auszudrücken, macht aber tatsächlich den Hauptanteil der Blätter aus. Dark, ich habe keine Ahnung, ich werde euch die Farbe tatsächlich auch nochmal in die Beschreibung schreiben. Ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. So, und für die Highlights hier in der Mittelblume und auch für den Außenrand habe ich 001 White verwendet und natürlich für den ganz hellen Teil hier drin meinen Sakura Jelly Roll 008. Okay, das ist das zu den Materialien. Genau, bei dem Museumsaquarell handelt es sich ja, wie der Name schon sagt, um Aquarellstifte. Hier ist mein Sakura Jelly Roll. Und zum Vermalen der Farbe habe ich verwendet, man kann es überhaupt nicht mehr erkennen, aber das ist ein Davant Wassertankpinsel in der Stärke 1. Genau, ist auch schon ein bisschen ausgenuckelt jetzt, aber der funktioniert super. So, und wie der ganze Spaß jetzt dann tatsächlich in live aussieht, das seht ihr gleich. Vorab wollte ich euch noch kurz erzählen, dass mein Mann und ich tatsächlich eine Möglichkeit gefunden haben, euch auch Nahaufnahmen und Tutorials richtig, ich glaube, in einer richtig guten Qualität zu zeigen, beziehungsweise so zu zeigen, dass auch bei Nahaufnahmen nicht mehr dieses olle Wackeln sozusagen zu sehen ist, was oder dass nicht mehr alles hier so wackelt und dadurch das Bild sehr unruhig ist, weil ich hatte euch erzählt, das hat auch mich tatsächlich so ein bisschen gestört, dass das noch so ist und wir haben eine Lösung gefunden und zwar eigentlich relativ simpel. Mein Mann hat mir in meinen Maltisch tatsächlich ein recht großes Loch gebohrt. Und unter diesem Loch steht ein 3-Fuß-Teleskopständer und den hat mein Mann wiederum so bearbeitet, dass ich jetzt mein Teleskopstab, den ich jetzt von meinem ehemaligen Tischstativ, den kann ich jetzt da drauf schrauben. Das hat er mir jetzt so gemacht und dann guckt das hier durch das Loch durch sozusagen und ich habe immer noch diverse flexible Möglichkeiten, mir das einzustellen und dann eben entsprechend zu malen und das hat mir richtig viel Freude gemacht und ich hoffe, ihr habt jetzt auch mindestens genauso viel Freude beim Zusehen. Ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen. Und wir hören uns im Nachgang wieder. Bis dann erstmal. Tschüss, viel Spaß.
bin ich wieder und ich hoffe ganz, ganz doll, dass ich euch mit dem Video eine Freude machen konnte und dass ihr beim Ansehen des Videos mindestens genauso viel Spaß hattet wie ich beim Drehen und wie ich auch beim gesamten Malen des Bildes habe und auch noch weiter haben werde. Ja, und jetzt kommt eigentlich so der typische Appell oder die typische Bitte an euch, falls ihr noch irgendwelche Anregungen habt, Verbesserungsvorschläge oder aber irgendwelche Wünsche, was ihr gerne sehen möchtet, bitte, bitte lasst es mich zukommen. Wir können den Kanal hier gemeinsam gestalten und ich freue mich immer, wenn ihr euch freut und wenn ihr irgendwas mitnehmen konntet, was euch hilft oder was euch inspiriert, dann ist das mein größter Lohn tatsächlich. Und von daher rede ich jetzt auch gar nicht lange mehr um den heißen Brei herum. Habt eine schöne Zeit, bleibt gesund, habt viel Spaß bei allem, was ihr so macht und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!